Clemens. Und Sie sind? Brandmeister der Feuerwehr Dornbirn, Zug 7. Okay, was ist passiert heute? Wir haben über den Pager die Meldung bekommen, Stier in Jauchigrube gefallen. Wir sind dann ausgerückt, haben ein Bild von der Schadenslage mal gemacht und haben festgestellt, dass der knietief in der Jauchigrube steckt. Wir haben dann nachalarmieren müssen, das Wechselladerfahrzeug für den Kran, dass wir das Tier bergen können. Die Bilder sprechen für sich, dass das eine schwierige Geschichte war, weil sich die Jauchigrube im Inneren des Stalls befunden hat. Weiters sind dann ein Feuerwehrmann und der Landwirt in die Jauchigrube gegangen, haben den Stier in den Gurt angelegt und somit haben wir das Tier gebären können. Du bist glücklich, dass ihr dabei war? Ja, auf jeden Fall. Ein Loper, keine Chance gibt. Ja. Und zu gefährlich. Ja. Du fährst wieder lang, gell? Ja. Er kennt sich aus, oder? Ja, Fachmann, im Dienst. Kurzer Führer ist. Der Gerhard, da oben der Führer, sie ist. Ja, ja. Da ist ein guter Kamerad. Ja. Das weiß ich nicht. Ist noch beim Feuerwehr? Sieh einmal. Er ist schon mal wüst bei der Truppe gewesen. Und darum hat er gewusst, dass da starke Mann kommen, wo Fachkompetenz sind. Sind ja Freunde, Kameraden. Jawohl, Kameraden, sind wir alle. Auf jeden Fall. Ausgezeichnet. Der Kuh ist jetzt froh. Ja, die Kuh ist auch froh. Ich bin noch viel früher. Wollen Sie auf jeden Fall im Kuh? Ja, Sascha Unterkircher, Feuerwehr Dornbirn, Einsatzleiter. Was ist passiert? Die erste Alarmierung von uns lautete Fahrzeugbrand vor dem Gebäude. Bei Eintreffen des ersten Fahrzeuges konnte festgestellt werden, dass das gesamte Gebäude bereits im Vollbrand stand. Ja, die Schwierigkeit für uns stellte die Löschwasserversorgung dar. Im unmittelbaren Nahbereich um das Gebäude war eine sehr geringe Löschwasserbevorratung vorhanden. Wir mussten über mehrere hunderte Meter eine Löschwasserversorgung bis zum Brandobjekt herstellen. Ja, die Feuerwehr Dornbirn wurde mit Sammelruf alarmiert. Das bedeutet, es sind derzeit ca. 150 bis 160 Mann im Einsatz.